Hallo und willkommen zurück bei Venetica. Ich mache mich gerade auf den Weg zum äußeren Bezirk, weil ich da nach meiner letzten Aufnahme hingegangen bin. Und da ist dann was passiert und jetzt habe ich schnell neu geladen, weil ich ja will, dass ihr auch genau das mitbekommt, was ich mitbekomme. Und es scheint richtig zu sein, dass wir einmal wieder in den äußeren Bezirk jetzt müssen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal und lasse mich überraschen. Da bist du ja wieder. Ich habe eine Nachricht von deiner Gilde. Dort wartet jemand auf dich. Viel Glück! Danke, Rico. Genau, das ist nämlich passiert, als ich gerade eben hergekommen bin. Und deswegen habe ich die Aufnahme einfach nochmal gestartet, meinen letzten Ladestand. Ja, hier haben wir nochmal unseren Kronos. Ich glaube aber nicht, dass das... Es ist alles gut auf den Straßen. Na, das freut mich aber. Wie kann ich dir helfen? Ich muss weiter. Ja, ich will mal jetzt wissen, wer... Hallo? Wer denn jetzt hier mit uns sprechen möchte? Da sind auf jeden Fall zwei grüne Punkte, deswegen laufe ich da mal hin. Warum ruckelt das jetzt hier wieder so stark? Hat gerade eben die ganze Zeit bei den letzten Aufnahmen nicht geruckelt. Okay, Hauptsache wir kommen ans Ziel. Ich hoffe, irgendwann hört es schon auf. So, jetzt haben wir hier einen Typen. Sag mal was dazu. Sag mal, red mal mit mir. Ne? Okay. Wo ist denn hier jemand aus unserer Gilde? Wo denn? Hättest du ja auch mal sagen können hier. Wo denn, Rico? Wo muss ich denn hin? Ich nehme ja mal an, das hat was mit dem Haus zu tun. Wir sollen ja noch dieses Haus suchen für Aeris. Er zeigt mir hier, glaube ich, den Quest mit den Türmen an. Kann das sein? Nee. Nee, das nicht. Aber irgendwo, hier ist ja das Amphitheater und vielleicht müssen wir hier auf die Dächer für die Medizin und so. Wer sucht uns denn jetzt hier? Hier ist der Junge. Bring uns da mal hin. Müssen wir ihm folgen vielleicht? Soll ich jetzt ihm ernsthaft hinterherlaufen oder ist das total falsch? Weil irgendwie taucht er gerade überall auf, wo wir sind. Wo denn? Wo gehst du hin, Rico? Rico? Oder läuft er nicht immer hier rum? Ich weiß es gerade gar nicht. Laufe ich ihm jetzt hier sinnlos hinterher? Ist das voll falsch? Aber dann hätte er doch gesagt, ja, folgt mir. Oder so, oder? Du darfst eintreten. Danke. Rico! Da hinten war doch immer unsere... Ja, er kommt, er kommt. Ich laufe mal voraus. Ist hier irgendjemand? Er kommt, er kommt. Aber du bist das nicht, oder? Ah, oh, was für ein wunderschöner Gang. Ja. Rico? Wo willst du hin, Rico? Stellst du dich jetzt einfach nur hier hin? Okay, wir sind ihm umsonst gefolgt. Ah, wie geht's dir? Gut, aber wo soll ich hin? Oh Mann. Bis später. Ich dachte jetzt, wir müssen irgendwo. War das hier vielleicht? Irgendjemand von uns? Wir suchen jemanden von uns. Ist das leer hier? Warum ist das so leer hier? Weil es keine Banditen mehr gibt. Weil wir alles hier gemacht haben. Wo? Wo soll denn hier jemand von uns sein? Check ich nicht. Aber wir könnten hier nochmal handeln. Wenn wir schon mal hier sind. Sieht gut aus. Ja, ziemlich viele Leute, aber niemanden, wo ich sage, der gehört zu uns. Das solltest du ihnen aber erzählen. An diesem Punkt stehen wir nun also. Ja. Sag mal. Nur in luftigen Höhen und auch nur in der Nacht kannst du Weiß-Efeu pflücken, welch blumige Ja, danke.
toll. Ey, ich laufe hier sinnlos rum und sowas nervt ab. Ich gehe jetzt zum Amphitheater und guck, ob wir da auf die Dächer kommen. Weil irgendwie müssen wir an die Medizin rankommen. Das ist jetzt so mein nächster Gedanke. Irgendwie will ich weiterkommen hier. Check das nicht, wo hier jetzt jemand von uns sein soll. Ich finde die Person nicht. Ich finde so vieles gerade schon wieder nicht. Man konnte doch hier hoch. Kommt man hier vielleicht an die Medizin irgendwo? Ist hier irgendwo Medizin? Kommt man hier noch höher irgendwo? Ich will ganz hoch. Ich will auf die Dächer. Irgendwo auf den Dächern beim Amphitheater. Und das soll doch hier sein. Oder wie, oder was? Hier ist noch ein Trug. Toll, den man nicht mal zerschlagen kann. Voll blöd. Ja, schön, dass du mir hier den Raben zeigst, aber ich muss da irgendwie hochkommen. Wo ist denn der Rabe jetzt? Da. Oh, jetzt zeigt er mir hier wieder diesen blöden Steg. Und man kann das immer nicht wegmachen. Diese blöden Sequenzen. Und warum bin ich eigentlich schon wieder so gereizt? Ich glaube, ich bin so gereizt, weil ich mich über mich selbst aufregt, dass ich schon wieder keinen Plan gerade habe. Hilf mir mal. Was kann ich für dich tun? Ja, alles Mögliche. Keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Ich will deinen scheiß Kupfererz nicht. Ich will die Medizin. Die ist viel wichtiger. Ja, schön. Auch schön, dass du uns hier... Medizin wird auf den Dächern des Amphitheater-Handelshauses gelagert. Ja, das ist es das hier nicht? Aber auf den Dächern müsste ja ganz oben sein. Bin ich hier überhaupt richtig? Ist das hier das Amphitheater nicht? Ja, schön. Kein Plan und so. Vielleicht müssen wir ganz zurück und dann irgendwie von da aus auf die Dächer kommen. Oder ich check das einfach nicht. Und ich check auch gerade nicht, wo hier jemand jetzt von uns sein soll. Das ist mir auch gerade irgendwie ein Rätsel. Red mal mit uns hier. Hallo. Ja, schön. Ist es also auch nicht. Hier war früher immer Aeris, aber ja, keine Ahnung. Es ist alles gut auf den Straßen. Aber du gehörst nicht zu mir, oder? Weißt du etwas über magische Bücher oder jemanden namens Sophistos? Bücher? Du solltest mal in den Hintergassen vorbeischauen. Ja. Ich muss weiter. Nee, ist alles irgendwie falsch. Hier ist die Gilde der Nachtwache. Aha. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich mach mal kurz eine Aufnahmepause und lauf mal ein bisschen rum und guck mal, wo ich jetzt vielleicht jemanden finden kann. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder und bin auf die Dächer gegangen. Eigentlich dachte ich, dass ich hier oben diesen Rabe da hinten finde. Und ich dachte, der Rabe redet mit uns. Den hatte ich nämlich ganz vergessen. Der Rabe redet aber trotzdem nicht mit uns. Ich dachte, der gehört jetzt vielleicht auch zum Netz der Maske oder so. Nee, aber stattdessen bin ich hier tausendmal an dem Typen hier vorbeigerannt, ohne ihn mal anzusprechen. Denn, er ist nicht nur ein Wachmann. Nee. Du schon wieder. Ich habe doch gesagt, dass hier kein Zutritt ist. Nee, ihn können wir nämlich auch nach der Medizin fragen. Und da wäre ich ja die ganze Zeit gar nicht drauf gekommen.
Ich muss eine Medizinlieferung abholen. Sehe ich aus wie eine Apotheke? Ich habe keine Medizin. Verschwinde. Ich weiß, dass die Medizin hier ist. Nun, vielleicht wurdest du ja belogen. Ich weiß, dass die Medizin hier ist. Wenn du sie mir nicht freiwillig gibst, muss ich Gewalt anwenden. Glaub mir, das solltest du lieber lassen. Komm schon, finde eine friedliche Lösung. Ansonsten greifen wir ihn auch an. Naja, vielleicht sollten wir das doch anders lösen. Aha, auf einmal. Also, was schlägst du vor? Weiß ich doch nicht. Bestech ihn. Ich könnte für die Medizin zahlen. Über wie viele Dukaten reden wir denn hier? Oh Mann. Bieten wir mal 50. Ach, 50 ist schon viel. 20 ist ihm bestimmt zu wenig. Egal. Wie wären 20 Dukaten? Was? Dafür, dass ich meine Arbeit verlieren könnte? Du schon. Dann eben wieder. 50 Dukaten. Ich habe doch gesagt. Ich muss eine Medizin. Sehe ich ab. Ich weiß, dass die Medizin. Nun. Ich muss ich. Glaub mir. Alles nochmal. Naja, vielleicht. Aha. Ich könnte für die Medizin zahlen. Über wie viel? 50 Dukaten. Wie wären 50 Dukaten? Nur 50? Nicht gerade großzügig. Es ist für eine alte, kranke Frau. Es ist nicht viel, aber es ist für eine alte, kranke Frau. Eine alte, kranke Frau. Na klar, ausgerechnet. Ja. Nun komm schon. Na gut, 50 Dukaten dann. Ich muss verrückt sein. Die Medizin ist in der Truhe neben mir. Du kannst sie jetzt öffnen. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Das Telefonat hat sehr lange gedauert. Ich musste gerade erstmal schon wieder überlegen, was ich hier eigentlich zuletzt gemacht habe. Wir können jetzt hier in die Truhe. Und können die tolle Medizin holen. Yippie. 50 Dukaten haben also gereicht. Weg von dem Typen schnell. Nee. Hier gehen wir runter. Hoffentlich war das jetzt richtig. Ich glaube, das wäre auch völlig egal gewesen, wo wir jetzt runtergegangen wären, oder? Ah ja, ihr kennt mich ja langsam. Ich laufe mal hier und mal da lang. So, jetzt haben wir die Medizin. Das war also damit gemeint mit den Dächern vom Amphitheater. Wer bist du denn? Bist du der Bade? Hallo, red mal mit mir. Hey, du, sonst sagen die Bürger doch auch immer was. Oh, er fragt sich bestimmt, wo seine ganze Wurst und so ist. Naja, das war nicht ich. Das war jemand anderes. Tschüss. Das ist lustig, weil ich habe vorhin nämlich auch Baden Musik gehört. Und das war der dann bestimmt. Dann gehen wir mal schnell runter. Aber wo finden wir jetzt verdammt nochmal von unserem Netz der Maske irgendwelche Leute? Oder jemanden, der mit uns reden wollte. Ich weiß nicht, wer damit gemeint war. Ich weiß es doch nicht. So. Ja, keine Ahnung. Jetzt steht hier, dass... Jetzt habe ich die Medizin und sollte damit zurückeilen. Ja, aber das hat nichts mit demjenigen zu tun. Netzer Maske steht hier irgendwie, wer das ist oder irgendwas. Ja, ja, ja. Nö. Ich soll Viktors Tagebuch aus seinem Haus im äußeren Bezirk stehlen. Ja, wir sind ja auch im äußeren Bezirk. Aber wo ist dieses Haus? Wo ist das Haus? Ist das da so, ne? Wo der grüne Punkt ist? Muss ich hier nochmal ein bisschen rumlaufen? Irgendwo muss dieses Haus sein. Und wahrscheinlich ist da auch die Person. Ist doch immer so. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ach nee, hier kommen wir wieder zurück. Warum ist da dann noch der grüne Punkt beim Turm, wo wir gerade herkommen? Warum, warum? War da doch noch jemand drinne? Das hat ja nichts mit dem...
Mann, was ruckelt das denn gerade so? Das nervt. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Ich renne so viel sinnlos hin und her, entscheide mich immer um. Es tut mir leid. Hier so. Hier so. Wo war das denn jetzt? Wo ist denn der grüne Punkt? Da links rum. Hier. Da. Beim Steg? Oder was? Hä? Da ist der Steg. Wo soll denn das sein? Hier in dem Häuschen? Ist da jemand drin? Hallo? Nein? Hm? Hm? Hm. Tja, sollen wir mit ihm reden? Gut, dass du dich um die Banditen gekümmert hast. Nö. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Der grüne Punkt ist rechts von uns und ja. Irgendwie weiß ich auch nicht. Da ist so eine, ne? Ist das hier der Galeerenmann? Der Typ da, der da fährt auf seiner Gondoliere, wie nennt man die denn? Sollen wir mit ihm vielleicht reden? Hallo? Fahr nicht weg! Fahr nicht weg! Warte auf mich! Rede mit mir! Komm! Sprich mit mir! Nein, warte auf mich! Wo willst du denn hin? Bitte, bleib bei mir! Vielleicht bist du der, mit dem ich reden soll. Komm her. Sprich mit mir. Können wir dich ansprechen, wenn ich jetzt zu dir schwimme? Komm. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache, aber, ne? Hallo. Hallo, du da hinten. Schwimm doch nicht weg. Du siehst so mysteriös aus. Oh, da kommt noch einer. Was mache ich hier, ey? Alter. Komm, fahr mich um. Warum redet denn keiner mit mir? Oh Mann, ihr seid doof. Ich mag euch nicht mehr. Bin euch extra hinterher geschwommen. Tschüss. Mann in der Ferne. Und tschüss, Leute, ich mach den ganzen Kram, wo ich gerade keine Ahnung habe, in Ruhe gleich im nächsten Part. Und dann sehen wir uns wieder und ich hoffe, ich bin dann an der richtigen Stelle. Dann müsst ihr dieses Leid und das Gerenne und meine tolle Orientierungsleid nicht weiter ertragen gerade. Also trotzdem freue ich mich, wenn ihr weiter einschaltet. Bis dann. Tschüss.